auch so aufstellen, da kann man noch was oben drauf setzen und die gehen trotzdem auf. Wenn ich hier Vollböcke oben drauf setze, geht das nicht mehr auf. Aber ich sollte mich mal hinlegen. So, dann gucken wir mal nach Hopsa. Boah, es wächst echt alles hier. Ich sollte vielleicht hier mit abschlagen. Das geht am besten. Naja, den kleinen kann ich noch lassen. So, haben wir sie alle. Wie sieht es hier aus? Das heißt, ich weiß nicht, ob die da noch draus wachsen. Also ich setze da mal lieber neue hin. Dann ist das mal alles ab hier. Ich weiß nicht, wachsen die noch? Sehen wir ja gleich. So. So wachsen sie auf jeden Fall. Nicht immer genau auf die Mitte raus, irgendwie wie bei Blumen, gell? So wächst das hier jetzt noch oder müssen wir ja auch alle, also ich lasse Sama, können die natürlich auch ganz wegnehmen, ja. Machen wir da unseren Bambus hin, hier. Das wird unser Bambuskram. Da können auch hier noch Bambus hinsetzen. Da haben wir zwei Bambusfelder hier. Da haben wir auch kein Problem, dass die vielleicht mal ins Wasser stürzen. Hier auf der anderen Seite. Das heißt, hier vielleicht schon. Jetzt kriegen wir das gar nicht mehr raus. Ah ja. Okay, da werden wir jetzt mal gucken, wie viel Gerüste wir denn da schon hinkriegen. Auch theoretisch kriegen wir 64 Gerüste. Ich habe aber erst 47 von denen. Das heißt, diese noch mehr. Gerüste und dann gleich 6. Wow. Ich glaube, das reicht ja schon fast hier. Gleich 6 Gerüste. So, dann tun wir das mal wieder zum Blut hin. Shift und das zum grünen Zeig. Da hatten wir ja auch noch Bambus. Wo habe ich jetzt wieder drauf gedrückt hier? Wieder die falsche Taste. Was ist das überhaupt? Papier, okay. Dann haben wir hier Gerüste. Die muss ich gleich mal gucken, wie das hier mit den Gerüsten ist. Bauen wir mal ein paar Gerüste. Komme ich hier hoch hier. So. Ich glaube, das wird unser Leben deutlich erleichtern. Da könnte man also, wenn wir zum Beispiel da oben was ausbessern wollen oder einmal aufs Dach steigen wollen, machen wir mal hier Gerüst hin. Das überhaupt.
So. Ja, so geht das auch. Und so geht es dann weiter vor. Super. Also das wird natürlich die Bautätigkeit erheblich vereinfachen hier. So, da muss ich natürlich nur aufpassen, dass ich hier nicht rausfalle. So, wenn ich dann hier unten abkloppe, dann hoffe ich, dass wir alle mitkriegen. Was wir natürlich nicht haben, weil einige da am Balkon festhängen. Ah. Sind auch noch welche. Aber wir können es auch so machen. Da ist noch was. Da. Ja. So. Ich würde mal sagen, wir bauen vielleicht ein Gerüst besser so ab, dass wir mit dem Gerüst dann runterfallen. Dann können wir auch Gerüstteile, die da zur Seite wegspratzen, dann mal ein bisschen testweise mit dem. So, da haben wir jetzt eins, es fehlen immer noch drei. Also wir haben einen gewissen Schwund. Da, da sind sie. Wow, Hilfe. Jetzt müssten wir den ganzen Stack wieder zusammen machen. Oder 63, der eine war hier noch runtergefallen. Da ist er. So, jetzt haben wir den ganzen Stack wieder zusammen. Na, die Sucherei nach den Stücken vom Gerüst ist vielleicht ein bisschen kompliziert, vor allen Dingen, wenn man das Haus fertig hat. Während der Bauphase der freien Natur ist es vielleicht egal. Und wieso friert das hier nicht wieder zu? Jetzt muss ich doch mal gucken, ob wir hier jetzt tatsächlich... das hier tatsächlich nicht mehr gefriert. Haben sie die 0 Grad, wenn sie doch höher gelegt hier. Schauen wir mal, ob das wieder zuführt oder nicht. Wenn nicht, ist das natürlich prima. Da haben wir hier einen schönen See, so wie das eigentlich früher auch gedacht war. Und hier hinten, bei dem französischen Garten, müssen denn... ja. Mal gucken, ob wir den auch wieder so hinkriegen. So natürlich nicht.
Ja, sieht so aus, als hätten sie doch die. Da habe ich jetzt aus Versehen da was abgekloppt. Hier fehlt jetzt noch was. Aber ich könnte mich mal hinlegen. Sonst kommen die Monster her. Und das wollen wir ja nicht. Ah, schon ziemlich finster.